Die Alternative zu Skimming ist die Penetration. Das ist sozusagen das Gegenteil, deswegen haben Sie das in Ihren Unterlagen so kontrastiert hier. Penetration bedeutet nämlich Durchdringung. Durchdringungsstrategie. Ja, statt abschöpfen, durchdringen. Das ist sozusagen das Gegenteil. Das Vorgehen ist niedrigpreisig einsteigen. Hier sehen Sie den Kontrast. Ne? Skimming hochpreisig, Penetration niedrigpreisig einsteigen. Und genauso wie man bei der Skimming-Strategie später senken kann, kann man bei Penetration gegebenenfalls später erhöhen. Ja, also wir fokussieren jetzt, wie fängt man an? Wenn man also niedrigpreisig einsteigt in den Markt, dann zielt man zunächst mal auf Penetration. Ziele, eine schnelle Verbreitung. Ja, eine schnelle Verbreitung, wir können auch sagen, ein hoher Marktanteil. Ja, wir könnten auch sagen, wahrscheinlich Folgegeschäft. Auch das können Ziele sein von Penetration. Denken Sie an das Beispiel, an das alte Rockefeller-Beispiel. Das ist klassisch Penetration, sogar extreme Penetration, weil er nullpreisig eingestiegen ist. Ja, nicht niedrigpreisig, sondern nullpreisig eingestiegen, um dann die Folgegeschäfte zu erzielen. Und exakt das passiert im Moment auch wieder mit den Tablets. Ja, Amazon Kindle, Kindle Fire und so weiter. Genau das Gleiche, wir haben es mehrfach schon gesehen im Laufe des Seminars. Voraussetzung, eine gute Logistik. Wenn ich den Markt schnell durchdringen will, bedeutet das, dass ich viele Menschen schnell erreichen möchte. Und das bedeutet, ich muss logistisch gut funktionierende Systeme haben, damit ich das auch erreichen kann. Und Liquidität gegebenenfalls auch, wenn ich mit einer Quersubventionierungsstrategie arbeite. Solange ich die Öllampen verschenke, habe ich nur Kosten und keinen Cashflow. Wenn ich verschenke, dann habe ich Liquiditätsabfluss, aber keinen Zufluss. Also diese Phase muss ich überbrücken können. Dann kann ich mir das leisten. Beispiele, Rockefeller, ja. Bill Gates hat es damals ähnlich gemacht. Er hat lizenziert sein Betriebssystem an jeden, der wollte, ne, zu einer recht geringen Gebühr, um eben den Markt zu durchdringen, während Apple damals eine eher Hochpreisstrategie gefahren ist, was sich im Nachhinein als fataler Fehler herausgestellt hat. Ne, Apple hat damals, und das maße ich mir nicht an zu sagen, aber aus dem Mund von Steve Wozniak, dem Mitbegründer von Apple, ist es überliefert, dass er im Nachhinein gesagt hat, das war ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Wir hätten lizenzieren müssen, statt hochpreisig da reinzugehen. So, also das sind die Beispiele. Ja, Bill Gates damals, Apple hat inzwischen sehr viel dazugelernt, aber damals, als es darum ging, als die Computer kamen, also die PCs kamen, damals Bill Gates mit Microsoft, wovon er heute noch profitiert. Wenn man die Durchdringung erreicht hat, dann hat man diesen hohen Marktanteil. Und dann hat man die Folgegeschäfte. Jede Anwendungssoftware basiert auf irgendeiner Betriebssoftware. Und das ist in den meisten Fällen immer noch Microsoft. Immer noch Microsoft. Und da kann man natürlich Unmengen an Geld verdienen, wenn jemand eine Anwendungssoftware auf der Basis dann von Windows oder damals MS-DOS programmieren will.